Heftige Bombardements, Nawalnys Tod und atomare Bedrohung. Wie soll Europa auf Putin reagieren? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und ein herzliches Willkommen an Sie zu Hause und auch an meine Gäste hier im Studio. Ich begrüße recht herzlich Wassyl Kümenets, ukrainischer Botschafter in Wien, Bettina Röhl, Autorin und Journalistin, Lukas Mandl, EU-Abgeordneter von der ÖVP, Thomas Reutner, Friedensforscher, Wolfgang Bogensberger, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich und Gerald Karner, Militärexperte und Unternehmensberater. Ich begrüße ganz besonders das Publikum, das wir heute bei uns im Studio zu Gast haben, Schüler und Schülerinnen aus dem Laberg-Gymnasium. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Die aktuellen Entwicklungen in Putins Krieg, die fasst zu Beginn mein Kollege Martin Kramer für Sie zusammen. Der ehemalige russische Soldat Maxim Kosminow ist tot. Seine Leiche wurde vor wenigen Tagen mit Schusswunden in Südspanien gefunden, nachdem der Militärpilot 2023 mitsamt Hubschrauber zur Ukraine übergelaufen ist. Es ist bereits der zweite Todesfall innerhalb von 4 Tagen, der dem langen Arm Putins zugeschrieben wird. Bereits nach dem Tod von Alexei Nawalny kündigen EU-Vertreter harte Konsequenzen an. Die Mitgliedstaaten werden Sanktionen gegen die Verantwortlichen vorschlagen. Der große Verantwortliche ist Putin. Auch die USA kündigen heute ein großes Sanktionspaket gegen Russland an. Deutlich schleppender laufen dagegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. Appelle Richtung USA und EU werden zuletzt immer eindringlicher. Do not ask Ukraine when the war will end. Fragen Sie nicht die Ukraine, wann der Krieg endet. Fragen Sie sich selbst, warum Putin noch immer weitermachen kann. Die Zeit spielt jedenfalls gegen die Ukraine. Bleiben wichtige Zusagen für Waffenlieferungen in den kommenden Monaten aus, droht langfristig im schlimmsten Fall eine Niederlage, befürchten Militärexperten. Doch welche Chancen hat die Ukraine, den Krieg noch zu gewinnen? Was können Russlands Sanktionen dazu beitragen? Und setzt sich der Westen zu wenig für Verhandlungen ein? Ich sehe die einzige Chance in Form eines Kompromisses, wo wahrscheinlich beide Seiten Abstriche machen werden müssen. Solange die finanzielle Unterstützung und militärische Unterstützung von den westlichen Bündnissen anhält, glaube ich, dass die Ukraine schon durchhalten kann. Einer kehrt geholfen, ist gar keine Frage, aber das Fordern, Fordern, Fordern und mit den Waffen wird es nicht besser werden. Herr Kümenets, am Freitag stirbt Wladimir Putins größter Kontrahent Alexei Nawalny im sibirischen Straflager. Sowohl seine Witwe als auch verschiedene westliche Politiker machen unmittelbar Wladimir Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich, während das von russischer Seite zurückgewiesen wird. Gehen Sie davon aus, dass das auf Putins Befehl hin passiert ist? Wir haben heute Diskussion am Tag. Wenn wir den 10. Jahrestag der Revolution der Würde gedenken und damals die Entwicklungen auf dem Maidan, das war extrem wichtig für die Ukraine, dass die Ukraine die Freiheit und das Recht auf die freie Zukunft erkämpft hat. Sonst hätten wir uns nicht durchgesetzt, die Menschen in der Ukraine. Wären wir ein Teil dieses russischen Totalitarismus und die Situation oder der Fall mit Nawalny. Es ist ein symbolisches Bild, wie despotisch, wie willkürlich diese Macht in Russland ist und eindeutig die Verantwortung für den Tod von Alexei Nawalny, wobei es ist kein Tod, das ist Mord, dass die in einer Diktatur eine Person, ein Mensch einfach in ein Gefängnis geworfen wird, das spricht für sich. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, ist es wichtig, dass die Jugend, die Schülerinnen und Schüler aus einem Wiener Gymnasium sind, weil dass sie auch mitverfolgen, dass sie auch analysieren die Situation, die wir heute als Thema haben,
die Situation in der Ukraine, aber auch die, der Fall Nawalny, die Situation in Russland. Weil mit Willkür, mit Diktatur will Putin dies einmal die Sicherheitsordnung in Europa zerstören und seine Prinzipien bzw. seine Art und Weise, wie er seine Herrschaft in Europa sieht, in, also der Europa, dem Europa aufzwingen. Das ist die Situation. Das heißt, er will Willkür, Diktatur, das außerhalb von russischen Grenzen hinausgeht. Herr Reutner, Nawalnys Witwe Julia ist unmittelbar nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten, hat auch angekündigt, dass sie ihre Arbeit fortsetzen will und hat dafür auch von europäischer Seite Unterstützung zugesprochen bekommen. Ist es wichtig, die Arbeit Nawalnys fortzusetzen? Ja, natürlich ist es wichtig und das ist ja durch nichts zu rechtfertigen, was da passiert ist. Und wir haben natürlich auch dort diese menschliche Dimension, das dazu, die dazukommt. Die Angehörigen haben keinen Zugang zu seinem Leichnam. Es wird keine Obduktion aus gegenwärtiger Sicht jetzt einmal, hat noch nicht stattgefunden, um überhaupt verifizieren zu können, was ist passiert. Und dazu kommt für mich auch noch diese Dimension dazu, Menschen, die dem gedenken wollen öffentlich, die ihre Trauer zum Ausdruck bringen wollen, werden dann verhaftet. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, und das ist auch so eine Dimension, dass Nawalny schon auch in der Vergangenheit gesagt hat, dass Menschen Kakerlaken seien, dass Menschen wie Karies zu behandeln seien. Das ist natürlich auch ganz offen gesagt, da spricht nicht der Forscher, sondern da bespricht der Mensch aus mir. Das ist ein Menschenbild, das ich nicht unterstützen möchte. Herr Bogensberger, die EU arbeitet jetzt an einem nächsten neuen, dem 13. Sanktionspaket und will dieses auch unmittelbar als Reaktion auf den Tod Nawalnys verstanden wissen, auch nach Nawalny benennen. Was muss dieses Paket jetzt beinhalten, um eine angemessene Reaktion auf das zu sein, was hier passiert ist? Also ich glaube, dass die Äußerungen, die wir gerade gesehen haben, von Präsident Zelensky eigentlich ein gutes Programm darstellt, die gesagt hat, fragen Sie nicht, wie lange die Ukraine noch diesen Kampf führen wird, sondern fragen Sie, warum Russland nach wie vor einen Krieg führen kann. Das heißt, jetzt geht es darum, die Sanktionen, und die Europäische Union hat bereits 12 Sanktionspakete verabschiedet, einstimmig, alle Mitgliedstaaten waren da dahinter, dass man jetzt trachtet, dass man die möglichen Lücken, die Umgehungsmöglichkeiten immer kleiner und enger schnürt, dass tatsächlich die Sanktionen dann den Effekt haben, den man ihnen zudenkt. Und das heißt natürlich... Aber können Sie es konkret benennen, ja, was in diesem 13. Paket drinstehen wird? Also es werden sehr wahrscheinlich die... es wird ja noch verhandelt und insofern ist es jetzt noch nicht spruchreif sagen zu können, was dann letztlich das Ergebnis dieser Verhandlungen wird. Es gibt ganz klare Zielsetzungen. Man möchte dieses Sanktionspaket noch vor dem Jahrestag des Überfalls Russlands an die Ukraine verabschieden. Also man möchte die Umgehungen, die es noch möglich ist, weil wir sehen natürlich, dass zum Teil die Sanktionen schon wirken, dass der direkte Handel mit Russland zu einem sehr starken Ausmaß zurückgegangen ist, aber dass der Handel mit Nachbarstaaten in einem sehr starken Maß zugenommen hat und zwar mehr zugenommen hat, als diese Staaten für sich selbst benötigen können. Und da ist natürlich dann die Annahme gerechtfertigt, dass man da eine Umgehungsstruktur hat, die man natürlich nicht möchte und denen sich auch die, das nächste Sanktionspaket schwerpunktmäßig widmen wird. Ist das als Reaktion ausreichend? Also ich finde, die Sanktionen ist ja eigentlich ein Thema jetzt seit 2 Jahren. Das ist das 13. Paket. Ich glaube, das letzte ist im Dezember verabschiedet worden, das 12. Die Frage ist doch, wir reagieren mit Sanktionen und Waffenlieferungen und jetzt mal die Sanktionen angesehen, was bewirken sie eigentlich? Wie werden sie umgangen? Sind sie wirklich effektiv? Ich meine, wir können kaum in Deutschland unsere Grenzen kontrollieren, aber ganz Russland zu kontrollieren, was die Umgehungstatbestände jetzt sind, ist fast unmöglich. Und insofern ist die Frage, ob es effizient ist. Es ist sowieso die Frage, ob man auf den Ukraine-Krieg und auf Putin, ob man damit nicht nur einfach den Krieg weiter verlängert und weiter durchhält, wie auch jetzt gesagt wurde, dass die Ukraine durchhalten. Die Frage ist ja,
ob das dann einfach nur eine Verlängerung ist und ob die wirklich nützen, das würde ich sehr stark in Zweifel ziehen. Sanktionen sind vielschichtig. Also es gibt mehrere Zielrichtungen der Sanktionen. Es werden Vermögenswerte eingefroren, die russischen Personen zugeordnet werden. Das sind insgesamt in der Europäischen Union die 28 Milliarden. Ich habe das alles durchgesehen, also bis auf das Diamantenhandel. Aber ich sage mal, wenn man erkennt, ob es ein russischer Diamant ist, wir haben ja schon Probleme damit, das Öl, wenn wir das über 3, 4 verschiedene Ecken kaufen oder das Gas. Also es ist sehr, sehr schwierig, diese Umgehungstatbestände, die es ja gibt, überhaupt zu entlarven. Und insofern finde ich die Fixierung, ich habe mir die Sanktionen angeguckt, auf die Personen, da sind sicherlich einige effizient. Aber die Frage ist ja auch immer schon diskutiert worden seit 2 Jahren, schadet es uns selber in Europa beinahe mehr als Putin, der dann mit China Handel treibt, mit Indien, mit ich weiß nicht wem. Sanktionen sind immer anfällig für Umgehungen. Es ist aber auch schon sehr, sehr viel erreicht, wenn es schwieriger wird, wenn es teurer wird für Russland, wenn es über Umwege zum Beispiel Halbleiter sich beschaffen muss etc. Also das sind Erschwernisse, die jedenfalls schon einen dämpfenden Effekt haben für die Kriegsmaschinerie. Eine Verhaltensänderung haben Sie ja trotzdem nicht herbeigeführt, die Sanktionen. Eine Verhaltensänderung haben Natürlich. Sie ja trotzdem nicht herbeigeführt. Der Aspekt, der ein bisschen funktioniert, ist die Bestrafung, aber weniger die Verhaltensänderung. Ja. Jetzt ist immer die Frage, welche Konsequenz erreicht man damit, Herr Mandl, und welche Reaktion will man erreichen? Nach der Vergiftung von Nawalny im September 2020 hat Österreich sehr verhalten reagiert und hat sich damals noch gegen Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. Jetzt hat Außenminister Alexander Schallenberg im TIP2-Interview gesagt, das war vielleicht naiv, da hätte man vielleicht damals schon anders reagieren müssen. Wenn wir jetzt die neuen Sanktionen andenken und überlegen, welche nächsten Schritte müssen wir gehen, müssen wir dann auch unsere Gasverträge mit Russland noch mal ganz gezielt auf den Prüfstand stellen? Danke für die Einladung. Zunächst, es sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie der Reihe nach zu beantworten. Der Krieg hat schon 2014 begonnen mit dem Überfall auf die Krim, die dann besetzt war durch Putin, Russland. Und die Vergiftung von Nawalny 2020 war nicht die erste Vergiftung. Und es gab Vergiftungen auf damals noch EU-Boden, auf europäischem Boden jedenfalls. Und es gab Sanktionen viel milderer Art, auch erster Ordnung, auch in den Jahren nach 2014. Aber erstens, die Sanktionen wirken. Das war mir wichtig, das hier festzuhalten. Die Exporte Putin-Russlands an die EU sind um 69%, sage und schreibe, zurückgegangen, mehr als 2/3. Und es ist eine alte philosophische Fragestellung, dass es, wenn es Regeln gibt, kann man diese Regeln auch brechen, man kann sie auch umgehen. Das macht aber die Regeln nicht automatisch schlecht. Und bei Sanktionen gegen ein solches blutrünstiges, zynisches, menschenverachtendes Regime nach innen, wie wir jetzt wieder sehen, und auch nach außen, ist es selbstverständlich, dass es Akteure gibt auf der dunklen Seite, die die Sanktionen umgehen wollen. Aber wir bleiben auf der bunten Seite. Wir verteidigen die Vielfalt, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, das europäische Lebensmodell, unsere Zivilisation letztlich. Aber nicht nur mit Sanktionen. Die Sanktionen sind der unblutige Teil der Verteidigung. Aber gegen einen militärischen Angriff muss man sich auch militärisch verteidigen. Sie haben auch die Gaslieferungen angesprochen. Wir konnten jetzt seit Beginn dieses Putin-Russland-Angriffskriegs erstens unsere Speicher füllen, zweitens die Speicher in Österreich aus den russischen Händen nehmen. Der größte Speicher in Österreich, Haidach, war in russischer Hand, den haben wir jetzt in unserer Hand. Wir konnten die Gaslieferungen nach Österreich von 80% auf 60% reduzieren. Das ist noch nicht das Ziel. Aber es ist der Weg und es wird hoffentlich in diesen Tagen gelingen, das ist sehr technisch, aber dass ein Lückenschluss in Oberösterreich erfolgt in der Gaspipeline, damit wir nicht nur aus dem Süden, wo Italien sehr große Schritte vorwärts gemacht hat und jetzt liefern kann, sondern auch aus dem Norden, vor allem aus Norwegen, Gas nach Österreich bekommen. Auf einem anderen Blatt steht übrigens, dass wir von fossiler Energie überhaupt weg wollen, aber das ist die zweite Dimension dazu. Aber Sie sagen, Sie sind am Weg, aber einen abrupten Stopp jetzt, der ist noch nicht machbar. Das betrifft genau den Bereich, dass die Sanktionen ja dem Aggressor schaden sollen. Auch wenn wir immer wieder hören von beiden Seiten, dann ist das aus meiner Sicht eine irreführende Sprache. Weil wenn es einen Täter und ein Opfer gibt, das ist wie im persönlichen Leben auch, dann sind beide Seiten nicht die Wortwahl, die wir, glaube ich, anwenden sollten, weil es uns erschwert zu sehen, es gibt einen Aggressor und die Sanktionen schaden dem Aggressor. Sie sind nicht das einzige Mittel in der Verteidigung gegen diesen blutigen Angriffskrieg. Sie sind
sind das unblutige Mittel. Aber natürlich dürfen die Sanktionen nicht uns schaden. Deshalb gibt es den fließenden Übergang. Und jedes europäische Land hat eine andere Situation aus der Zeit vor dem Krieg in der Energieversorgung. Eine ganz kurze, wobei Sie jetzt gesagt haben, der Krieg hat 2014 begonnen, danach haben wir noch Verträge abgeschlossen. Herr Kümmen, jetzt eine kurze Frage nur darauf. Würden Sie das jetzt erwarten, dass diese Verträge schneller beendet werden oder dieser Bezug von Gas aus Russland schneller beendet wird? Ich möchte sagen und sehr, sehr klar sagen, trotz des Krieges erfüllt die Ukraine ihre Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung, Transitvereinbarungen. Von der anderen Seite, es ist wichtig, dass auch hier schon in Österreich diskutiert wird, dass hier auch mit einigen Mythen aufgeräumt wird, dass einmal Gas aus Russland das Billigste ist. Haben wir gesehen, dass es nicht der Fall ist. Die zweite Sache: Russland hat sich auch entlarvt als verlässlicher Lieferant. Es war besonders zu sehen im Winter 21, im Winter 22, als Russland auch hier Österreich erpresst hat, durch Drosselungen auch Preise hochgepumpt. Da hat es auch sehr, sehr viel ein starkes Signal gesendet hat. Und ein anderer Aspekt, was auch sehr, sehr wichtig ist, sage ich auch klar: Wenn wir auch über die Sanktionen sprechen, natürlich sind Sanktionen wichtig und Sanktionen sind auch eine logische, konsequente Antwort auf brutale Verletzungen des Völkerrechts, der Regel. Und in diesem Zusammenhang, wir reden über die Sanktionen, wir müssen reden, dass Russland als verachtendes Regime total isoliert wird, politisch, wirtschaftlich, auch Informationsbereich. Und worüber wir auch reden müssen: Wir haben leider noch immer Situation, wo viele westliche Firmen, Unternehmen noch in Russland sind, wo sie auch Steuer zahlen. Und wir sehen, da machen auch selbst die Russen keinen Hehl daraus, wohin die Einnahmen gehen. Diese Einnahmen, die als Steuer durch ausländische Unternehmen gezahlt werden, die gehen nicht für ein soziales Wohl der Russen. Die gehen in die Kriegskasse. Und das heißt, der Satz, den Sie heute vorgespielt haben, dass auch unsere Partner sich fragen müssen, bezieht sich auch auf diese Tatsache, dass die Firmen da sind, dass sie dann doch auch unterstützen, beziehungsweise auch, dass die westlichen Länder noch immer fürs Gas zahlen Milliarden. Ja. Das ist auch, was Putin braucht. Wird hier immer noch zu viel Geld aus Europa nach Russland transferiert? Fließt da immer noch zu viel Geld? Und ist das letzten Endes das, was finanziell auch den russischen Krieg nach wie vor befeuert? Ja, absolut. Ich sehe das ähnlich wie der Herr Botschafter. Selbstverständlich zahlen europäische Firmen, nicht nur österreichische im Übrigen, nach wie vor sehr viel Geld in die russische Steuer und damit in die Kriegskasse ein. Aber zurück zu den Sanktionen, natürlich wirken sie. Niemand, der wirklich Experte war oder ist, hat dann zu Beginn der Verhängung der Sanktionen, bei den ersten Sanktionen, angenommen, dass die sofort wirken und das Putin-Regime dann sofort zusammenbricht. Jeder hat gesagt, das wird dauern, das wird unter Umständen Jahre dauern. Für mich ist der beste Beweis, dass die Sanktionen wirken, dass Russland inmitten einer sogenannten euphemistisch-militärischen Spezialoperation genannten Kriegführung auf Kriegswirtschaft umstellen muss. Das wäre ohne die Sanktionen nicht notwendig gewesen. Russland muss das tun. Es wirken auch die Waffenlieferungen, selbstverständlich. Und die Ukraine hat sicherlich davon profitiert, indem es zum Beispiel die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation so reduzieren konnte, dass die Getreidelieferungen wieder aufgenommen werden konnten. Also ich denke, dass die Unterstützung des Westens etwas bewirkt hat, darunter auch die Sanktionen. Allerdings es Lücken gibt, die noch geschlossen werden müssen. Und ich hoffe, das wird mit der nächsten Sanktionsphase oder dem nächsten Sanktionsschritt dann auch erfolgen. Die Lücken sind teilweise noch erheblich. Einige wurden ja angeführt. Vor allem aber natürlich, dass dann die Ukraine auch befähigt wird, sich so zu verteidigen, dass nicht Entwicklungen vorkommen wie in den letzten Wochen, wo eigentlich aufgrund der mangelnden Unterstützung der Partner durch die Partner
für die Ukraine am Schlachtfeld der Situation entsteht, die die Ukraine eigentlich keine Chance lässt. Mhm. Frau Röhl, und da die Frage jetzt an Sie. Wir haben es schon angesprochen gehabt von Herrn Karner. Durch die Waffenlieferungen konnte die Ukraine sich verteidigen, konnte sie wichtige strategische Punkte auch wieder gut machen. Jetzt haben wir zuletzt gesehen, dass die Ukraine wieder wichtige strategische Punkte verloren hat. Muss der Westen jetzt mehr Waffen liefern? Auch die in Deutschland angeforderten Taurus-Marschflugkörper, die ja eine höhere Reichweite haben und damit auch hinter die bislang besetzten Gebiete oder die hinter die Frontlinie kommen würden. Also ich halte die Diskussion um diese Taurus-Lieferung, die halte ich für wahnsinnig. Also ich meine, das ist dann wirklich Militarismus und das ist das Ende der Politik. Wir erreichen, also was ich darüber gelesen habe, das sind Marschflugkörper, die auf den russischen Boden kommen. Also die überhaupt die ganze Idee, die jetzt auch in Deutschland von der CDU diskutiert wird, einfach sozusagen jetzt strategische Punkte in Russland anzugreifen, das ist die Eskalation des Krieges. Und das ist jetzt, man muss ja eigentlich gucken, ist dieser Krieg zu gewinnen? Und wir haben jetzt von Nawalny gesprochen und wir haben es mit einem Diktator zu tun, Putin, dem man absolut zutrauen muss, dass er solche Leute aus dem Weg räumt. Das ist unstrittig, glaube ich, von uns allen. Aber wir sollten vielleicht doch etwas mehr über die wirklich Tausenden von toten ukrainischen Soldaten und über russischen Soldaten und auch Zivilisten sprechen. Ich wundere mich eigentlich, wie wenig, also wie kalt und technokratisch. Wir reden über Sanktionen, wir reden über Waffenlieferungen, aber wir reden nicht davon, dass eigentlich auch das ukrainische Heer ausgeblutet ist. Mein letzter Stand ist, das möchte mich gerne jemand korrigieren, ist, dass auch sehr viele junge Männer inzwischen fehlen, dass also eine neue Mobilisierung stattfindet, die auch jetzt Jüngere einziehen will, Ältere einziehen will. Wir müssen ja gucken, ist dieser Krieg zu gewinnen? Und wenn wir auf die Taurus-Waffen eingehen und wenn wir darauf einfach setzen, da müssen wir sagen, das ist Militarismus, das ist das Ende der Verhandlungen und damit machen wir eine Eskalation, die wird dann wirklich gefährlich. Jetzt haben sich hier drei Leute gleichzeitig gemeldet. Herr Karner, dann Herr Mandl, dann Herr Schmitz, bitte. Also ich weiß nicht, was Sie unter Militarismus verstehen, aber wenn Sie das Gleiche verstehen, was ich darunter verstehe, dann würde ich zunächst mal Wladimir Putin Militarismus vorwerfen. Selbstverständlich. In der Russischen Föderation. Dort ist der Ausgangspunkt des Konfliktes zu suchen. Es war ein militärischer Überfall auf einen souveränen Staat. Und dieser souveräne Staat muss in die Lage versetzt werden, sich gegen diesen Überfall verteidigen zu können. Und für diese Verteidigung braucht es Mittel, und zwar nicht zu wenige und zu spät, sondern ausreichende Mittel und rechtzeitig. Ganz einfach, damit wird das Problem gelöst und damit wird der Krieg verkürzt. Wenn Sie das der Ukraine verweigern, wird sich der Krieg verlängern. Denn die Ukraine kann, ich will dem Herrn Botschafter nicht vorgreifen, einfach keiner Lösung zustimmen, die letztlich den Verzicht auf 20% ihres Territoriums bedeutet. Wir müssen die Karten auf den Tisch legen, darf ich ganz kurz ausreden? Auch Europa in Wirklichkeit in weiterer Folge eine Bedrohung hinterlässt, die für Europa, vielleicht kommen wir ja dann in der weiteren Diskussion noch dazu, die für Europa eine erhebliche Bedrohung auch in der weiteren Folge darstellen kann und wenn man das so belässt, wie Sie also offenbar meinen, auch wird. Ich habe nichts von belassen gesagt und ich glaube, wir brauchen nicht zu diskutieren, dass Putin der Aggressor ist und war. Wir brauchen auch nicht zu diskutieren, dass es ein mörderischer Diktator ist und dass dieser Krieg falsch ist und wer der Schuldige ist. Wir können es aber nicht darauf fixieren, weil er schuld ist, einen Krieg unendlich fortzusetzen, der erstmal einen unglaublichen Blutzoll zeugt. Und ich finde, darüber, da wird zu wenig drüber geredet. Ich wundere mich auch, dass in den Medien nicht täglich steht, wie viele Menschen eigentlich gestorben sind. Ich höre immer, wie die Operation war, aber es wird sehr wenig davon gesprochen, wie viele Menschen gestorben sind. Herr Mandl und Herr Hümmen, jetzt wollten noch dann Herr bitte. Wir haben uns diesen Krieg nicht gewünscht. Im Gegenteil, wir sind der Teil der Welt, speziell die Europäische Union, der den politischen Weg sucht, der vor allem den Weg der Kooperation sucht, nicht den der Konfrontation, wie mehrere andere Teile der Welt das tun. Und schon gar nicht suchen wir die kriegerische Auseinandersetzung als Weg. Gewünscht hat sich dieser Krieg Putin. Und er hat sich diesen Wunsch selbst erfüllt. Und er ist übrigens in vielerlei Hinsicht längst gescheitert. Er wollte ganz am Anfang Kiew einnehmen, er wollte sofort die Ukraine einnehmen.
Er hat nicht damit gerechnet, dass die Europäische Union so geschlossen agiert. Wir haben die Situation. Aber darf ich Sie kurz unterbrechen? Aber verstehen Sie die Forderung, die hier aufkommt, dass man sagt, man muss trotzdem in den Bemühungen jetzt neben den Gesprächen über Waffen stärker Druck machen auf eine Verhandlungslösung? Die Kommissionspräsidentin hat am 1. März 2022, ganz kurz nach Kriegsbeginn, in unserer Sondersitzung des Europäischen Parlaments, in der auch Präsident Zelensky zugeschaltet war, ausdrücklich gesagt, wir müssen die Hand ausgestreckt lassen an das andere Russland, wie sie das formuliert hat. Und ich zitiere das in den vielen Verhandlungen und auch Diskussionen seitdem immer wieder zusätzlich zu allem, was tagesaktuell zu tun ist, weil wir kennen nicht das Gesicht dieses anderen Russland, wir kennen nicht den Namen. Ein mögliches anderes Russland wurde zu Tode gebracht diese Woche mit Alexei Nawalny. Wir haben gerade darüber gesprochen. Aber selbstverständlich stehe ich dazu, dass der Weg der Kooperation, der ist, der Europa stark gemacht hat nach innen und auch der, den Europa in die Welt anwenden muss. Aber die Militarisierung aller Gesellschaftsbereiche, die droht dann, wenn Despoten wie Putin Erfolg haben mit ihrer Vorgangsweise. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht diese prickelnde Gier nach noch mehr Gewalt manchmal auch, wenn man das auch noch rechtfertigt oder sogar gutheißt oder irgendwie einordnen möchte. Nein, es ist nicht einzuordnen, es ist unmenschlich, es ist blutrünstig und es ist selbstverständlich, dass sich jedes Land verteidigen darf, auch die Ukraine. Es ist selbstverständlich, dass wir die Ukraine bei der Landesverteidigung unterstützen. Es ist tapfer, wie die Menschen der Ukraine das machen. Und es ist auch selbstverständlich, dass wir andere Wege, unblutige Wege suchen, wie die Sanktionen, die wir schon diskutiert haben. Das kommt jetzt ganz am Ende, ganz kurz. Das ist die Diskussion, die es seit 2 Jahren gibt. Und das ist, in Wirklichkeit stehen wir auf der Stelle. Und es hat sich in diesem Krieg nicht so bewegt, dass die Ukraine da etwa befreiter ist oder wir weiter nach vorne gekommen sind. Darf ich? Bitte. Ja. Und dann Herr Reutner. Ja. Sie wollte, dass ich Sie korrigiere, ja? Dann werde ich Sie gerne korrigieren. Sie haben mich gebeten, dass ich Sie korrigiere. Schauen Sie, erstmals. Die Ukraine wurde überfallen. Das Recht auf Selbstverteidigung ist völkerrechtlich legitim. Das heißt, die Ukraine verteidigt sich, eigenes Territorium, eigene Zukunft. Die zweite Sache, Militarismus. Militarismus besteht nicht darin, dass die Ukraine sich verteidigt. Militarismus besteht darin, dass Putin seit dem ersten Tag, nicht vor 2 Jahren, sondern, wie Sie darauf hingewiesen, gerade heute, vor 10 Jahren, ja, begonnen hat, mit Krim die Aggression gegen die Ukraine, der Überfall auf die Ukraine. Das wissen wir. Deswegen, Militarismus besteht darin, dass Putin brutal, barbarisch jeden Tag die Menschen, vor allem zivile Bevölkerung, attackiert bzw. den Krieg gegen das Land führt. Warum? Und da sage ich jetzt der Wichtigste, was zu sagen ist. Weil er will die Ukraine auslöschen. Er will nicht, dass die Ukraine als Nachbar neben ihm weiterhin existiert, als freier Staat, als Ukraine-freies Volk. Deswegen, wenn die Ukraine sich verteidigen wird, dann ist die Hoffnung, ist Zuversicht, dass das Land existieren wird. Wenn die Ukraine sich aufhört, sich zu verteidigen, wird das Land nicht existieren. Ja, aber das ist die Sache. Und deswegen Ihre These. These ist verhandeln. These, dass die Ukraine nicht weiter keine Hilfe, also militärische. Taurus Marsch, nicht nur, Körper fliegen nicht auf nur Taurus, Boden. Alle möglichen Mittel. Noch einmal, für Verteidigung. Für Verteidigung. Und dann noch eine These, die will ich jetzt mal auch. Das ist ein wichtig, weil. Herr Reutler, kurz regeln lassen und dann die zweite These. Die Dame hat behauptet, seit 2 Jahren hätte sich nichts bewegt. Nee, hat es sich nicht. Die Tatsache, dass die Russen heutzutage weit weg von Kiew ist, die Tatsache, dass die Hälfte der besetzten Gebiete befreit wurde, die Tatsache, dass die Russen kolossale Verluste haben, wie Herr Kahne gesagt hat, dass wir die Russen vom Schwarzen Meer zurückgedrängt haben, dass wir auch langsam
Exportkorridor im Schwarzen Meer eingerichtet haben und viele, viele Tatsachen, die sprechen für sich. Und das ist Argument, dass wir weiterhin mit unseren Partnern im Dialog sind und wir sagen, ja, es ist möglich, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt im Sinne des gerechten Friedens, dass der Putin dann in der Situation ist, dass er aus einem anderen Land sich zurückzieht. Weil denken Sie tatsächlich... Ich muss jetzt unterbrechen, weil wir fast im Einzelnen, Herr Reuter möchte jetzt auch noch kurz replizieren. Sie können gleich in der zweiten Hälfte, bitte. Es widerspiegelt diese Diskussion. Wir haben vor über einem Jahr haben wir die Debatte gehabt, angestoßen auch vom US-Generalstab, dass sich, wenn sich die Situation nicht wesentlich ändert, diesen Krieg militärisch niemand gewinnen kann. Das heißt, es ist eine Pattsituation und an dem hat sich auch durch diese Sommeroffensive, die es jetzt gegeben hat, nichts Nennenswertes getan. Ist die Ukraine juristisch und moralisch im Recht? Ja, auf jeden Fall. Gilt das Recht auf Selbstverteidigung? Ja, selbstverständlich. Allerdings, die Frage stellt sich für mich schon angesichts dieses unglaublichen Leids und der unglaublich vielen Toten und der Schicksale und der Lebensentwürfe, die verloren gehen. Die Frage ist immer, sollen wir eine zusätzliche Karte ins Spiel nehmen, die lautet Verhandlungen? Eine ganz große Mehrheit im Rahmen der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat sich dafür ausgesprochen, die friedlichen Instrumente und die zivilen Instrumente entsprechend auszuspielen, hat klar und deutlich auch gesagt, Russland muss sich zurückziehen. Und genau so eine Verhandlungslösung, das bedeutet nicht, dass die Ukraine Territorium hergeben muss. Ernst gemeinte Verhandlungsangebote zielen nicht darauf ab, irgendwas herzugeben, sondern zielen auf einen Prozess, wie wir diesen Konflikt transformieren und wie wir insgesamt zu einer Ordnung kommen. Herr Reutner, da gibt es in der Runde jetzt viel Konflikt, Widerspruch, aber Herr Zelensky, ich muss Sie trotzdem vertrösten, weil wir müssen jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Wir machen eine kurze Werbepause, sind aber gleich wieder für Sie da. Jetzt habe ich mir versprochen, Herr Kümmernitz, wie habe ich Sie jetzt angesprochen? Herr Kümmernitz, kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um die Frage geht, wie Europa reagieren soll auf Wladimir Putin. Und wir haben hier zuletzt von Frau Röhl und auch Herrn Reutner gehört, dass sie stark für eine Verhandlungslösung eintreten. Da gab es widersprüchliche Anzeichen in der Runde. Herr Kümmernitz, Botschafter der Ukraine in Österreich, Sie wollten hier widersprechen. Ja, weil die Gesprächspartner, dass Sie gesagt haben, Sie sprechen für die Ukraine und kein besser versteht die Ukraine als ich hier. Und ich kann nur eines sagen, dass die Ukraine wie kein anderes Volk sich den Frieden wünscht. Und glauben Sie mir, dass seit 10 Jahren, insbesondere in den letzten 2 Jahren, die Leute es besonders wichtig wissen, was der Wert des Friedens ist. Von der anderen Seite wissen wir wie auch kein anderes Volk, was möglich ist, was nicht möglich ist. Erinnern wir uns, seit 2014 gab es mehrere Runden, Verhandlungsrunden mit Russen. Mehr als 200 Gesprächsrunden. Wozu hat es geführt? Es hat nur dazu geführt, dass Putin sich weiter nach der Krim auf diesen großen Überfall vorbereitet hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, übrigens, man hat auch sehr mit Putin auch verhandelt, unmittelbar vor dem 24. Februar, auch ergebnislos. Und jetzt von der anderen Sache. Der Putin ließ 400.000 Soldaten in die Ukraine einmarschieren. Er hat so vieles zerstört, so viele Menschen getötet, ermordet, gefoltert, mehr als 20.000 Kinder verschleppt. Denken Sie tatsächlich, dass er jetzt plötzlich bereit wird, darauf zu verzichten, was er seit mehr als zehn Jahren macht, zu töten? Das heißt, wir, wie kein anderes, wir verstehen, was seine Ziele sind. Und deswegen sagen wir, Putin, Russland, das Regime von Putin, hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Einziges, was jetzt uns wirklich tatsächlich hilft, militärische Hilfe, damit wir uns verteidigen können. Ist wirklich jede Verhandlungsmöglichkeit ausgeschöpft, so wie es Herr Kümmernitz jetzt darstellt? Zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation und militärischen Lage, ja, ist ausgeschöpft aus meiner persönlichen Sicht. Es gibt im Moment keinen Spielraum für Verhandlungen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, zu replizieren auf das, was der Herr Reutner vorher gesagt hat, dass sozusagen man meint, die Ukraine können diesen Krieg nicht gewinnen. Da ist die Frage, was versteht man denn überhaupt darunter, einen Krieg zu gewinnen? Wenn man darunter verstünde, dass jetzt die ukrainischen Streitkräfte Moskau einnehmen würden, das wird die Ukraine nicht können und auch nicht wollen. Wenn es aber darum geht, und das ist die einzige Voraussetzung, die ich sehe für Verhandlungen mit Russland, jedenfalls wenn man die Äußerungen der russischen Repräsentanten an der Spitze, Wladimir Putin, betrachtet, ist, wenn es der Ukraine gelingt, den russischen Streitkräften in der Ost- und Südukraine starke Schläge zu versetzen, die sie in die Defensive versetzen und zurückgedrängt werden. Das ist das erste Signal an Putin, du kannst diesen Krieg nicht gewinnen und wenn du nicht an den Verhandlungstisch kommst, dann kannst du unter Umständen noch mehr Territorien verlieren. Denn so rosig, wie offenbar im Allgemeinen man jetzt der Meinung ist, dass die Lage für die Russen wäre, ist sie nicht. Sie holen mittlerweile ihre Panzer aus den 60er Jahren aus den Arsenalen, im Übrigen auch eine Folge der Sanktionen. Herr Bogdan, Sie wollten auch noch ergänzen. 12 Monate vergleichsweise wenig bewegt. Ganz einfache Antworten auf diese Frage. Erste Frage ist, Putin hat den Krieg begonnen, Putin kann den Krieg beenden. Ja. Wie kann er ihn beenden? Er hat sich aus dem Land zurückzuziehen, indem er nichts verloren hat. Zweiter Punkt, absolut. Verhandlungen. Das ist etwas, was ausschließlich die Ukraine selbst entscheiden wird, ab welchem Zeitpunkt sie Verhandlungen haben möchte. Das ist die Sache des souveränen Staats der Ukraine, dass sie diesen Zeitpunkt festlegt. Dritter Punkt, Verhandlungen hat es gegeben mit Russland in der Anfangsphase des Krieges. Und dann kam das Massaker von Butscha. Und das ist allein schon ein Indiz dafür, wie ernst gemeint solche Verhandlungen von russischer Seite waren. Die Antwort war ein noch größerer und noch brutalerer und noch menschenverachtenderer Angriff, als der bis dorthin stattgefunden hat. Also das ist das Setting, in dem diese Forderungen der Verhandlungen jetzt einzuordnen sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das... Wir führen ja Gespräche über Getreide, über AKW-Sicherheit in Saporischschja. Wir führen Gespräche und was sind die Ergebnisse von diesem Gefangenenaustausch. Es geht überhaupt nicht darum, das zu rechtfertigen oder zu legitimieren, was Putin macht. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Ja. Nur die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Sterben da heraus? Wir kommen ganz einfach durch die Unterstützung der Ukraine. Weil bis jetzt... wir müssen eines verstehen. Wer steht aber uns Sie sehen die Kräfteverhältnisse, die es auch in der Europäischen Union und vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Die Frage ist, und es warnen sehr viele Akteure, auch Analysten davor, dass die Ukraine sozusagen sich selbst aufgibt, indem man da weitermacht. Ich teile diese Einschätzung nicht, aber ich glaube, dass es ein wesentlicher Punkt ist, nach 12 Monaten, wo es wenig Veränderung am Schlachtfeld gibt, diese zusätzliche Karte der Verhandlungen aufzunehmen. Ich möchte jetzt kurz eine kurze Pause hier bitten, weil wir haben auch noch Fragen aus dem Publikum. Wir haben Schülerinnen zu Gast, die heute auch mitdiskutieren sollen und dürfen. Und da gibt es nämlich zum Thema Verhandlungen direkt noch eine Frage. Bitte aufstehen, damit wir dich besser sehen können. Danke. Meine Frage wäre, wieso bestehen Sie so auf Verhandlungen, wenn es sich in der Vergangenheit schon mehrmals gezeigt hat, dass eben Russland nicht... willig ist, einen Kompromiss einzugehen, bei dem eben auch die Ukraine ihre Souveränität beibehalten kann? Die Frage geht an Frau Röhl. Ja. Also das ist ein Narrativ, das auch jetzt seit 2 Jahren, also da stehen wir auf der Stelle, Putin will nicht verhandeln. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat es ja 6 Wochen nach Beginn des Krieges einen schon unterschriftenreifen Vertrag gegeben mit einer Einigung, die für die Ukraine auch gar nicht so schlecht aussah, wo dann im Westen, das ist jetzt meine Information, Boris Johnson und andere, auch Zelensky davon abgehalten haben, es zu unterschreiben. Das habe ich, kann mich auch noch informieren. Es hat also das Narrativ, Putin will unter gar keinen Umständen verhandeln, das wurde schon genauso vor 2 Jahren. Und es stimmt in der seit Diskussion. 2 Jahren. Sorry, hat und es ja geht auch nicht darum, sich darauf, aber dann muss man es ja trotzdem versuchen, vielleicht mit anderen Verhandlungspartnern. Ich denke mal, dass wir ein Problem haben. Zelensky hat, ich habe gar kein Problem. 2022 hat Zelensky, glaube ich, per Beschluss gesagt, dass keine Verhandlungen mehr stattfinden werden. Das ist ja, damit ist es ja gar nicht möglich. Nicht mit Putin. Zweitens.
Joe Biden, den ich vor 2 Jahren schon gesagt habe, also eigentlich muss der amerikanische Präsident dort eingreifen, es muss ja eine Lösung her. Da ist natürlich Joe Biden der Totalausfall. Also einfach personell, ob er nicht willens ist oder sie nicht. Wir werden hier zu viele Verschwörungstheorien unwidersprochen verbreitet. Nein, es tut mir leid. Sie haben jetzt schon sehr, sehr lange Redezeit. Sie haben behauptet, seit 2 Jahren würde sich nichts ändern. Putin ist ein großer Versager und geht als solcher in die Geschichte ein, gemessen an seinen eigenen Zielsetzungen. Seit 2 Jahren hat er Rückschritte erlebt, obwohl er die sogenannte Präsidentschaftswahl, die keine demokratische Wahl sein wird, vor sich hat. Sie behaupten, es hätte eine fertige Verhandlungslösung aber gegeben. Wir auch haben das Problem. Sie behaupten, Herr Mandl, dass der Präsident ich muss ich frage noch beide nicht, wenn Sie gleichzeitig sprechen. Nein, ich muss jetzt aber ich noch jetzt ich habe gesagt, Sie können die Frage beantworten. Aber bitte einer nach dem anderen. Und ich möchte auch festhalten. Zu Putin sagen. Bitte. Putin ist ein unglaublicher Machtpolitiker. Und er ist derjenige, der im Moment eher dabei ist, das ist meine Analyse, uns alle irgendwie zu veräppeln. Und auch, der ist nicht so leicht zu besiegen. Er hat, das ist ja auch pathologisch, er wird sich nicht besiegen lassen. Und dann ist da noch im Hintergrund, dass er eine Atommacht ist. Und das dürfen wir nicht einfach so als nebensächlich bezeichnen. Also jetzt haben Sie ungefähr alles gesagt, wovon ein Putin sich wünschen müsste, dass es in einer Sendung wie dieser in der freien Welt gesagt wird. Deshalb stimmt es nicht, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe die Frage beantwortet. Es ist Teil der Desinformation der Verschwörungstheorie. Schauen Sie, ich bin Österreicher. Verhandlungen und einen Krieg mit Verhandlungen zu beenden, klingt nach Musik in meinen Ohren. Nur die Musik macht Putin und das ist nicht Musik, das ist Kakophonie. Er ist nicht bereit zu Verhandlungen, er ist nicht bereit zu Konzessionen. Aber er hat auch überhaupt nicht den Zugang dazu, dass man irgendetwas mit Verhandlungen lösen kann, weder nach innen noch nach außen. Er hat in Jahrzehnten der Regierungszeit in Russland nichts zusammengebracht, im Gegenteil, und versucht jetzt, das ist ja einer der Gründe für diesen Krieg, nach außen einen starken Mann zu machen. Das hat er auch nicht geschafft. Glauben Sie, dass irgendjemand in der Runde ist, der das Leid rechtfertigt? Oder der das Leid wir reden gut etwas heißt. Zu wenig Nein, wir über wollen das Leid beenden. Frau und wir stehen an der Mandl, Seite der Menschen in der Ukraine, die jetzt, für die ich möchte den Punkt jetzt an der Stelle unterbrechen, weil ich glaube, hier finden wir nicht mehr zusammen, was jetzt den Zugang betrifft, wie Sie jetzt weiter vorgehen würden, was Waffenlieferungen bzw. Verhandlungen betrifft, wo es ja von Ihrer Seite heißt, die finden statt, während Sie sagen, es findet zu wenig. Es gibt schon sehr deutliche Reutner, ich möchte Pläne, wie man Verhandlungspfad vorangehen kann. Ich möchte nur trotzdem was jetzt glauben Sie, den, was ich die Diskussion noch einen Teil meiner Arbeit ist parlamentarische Diplomatie. Jetzt einen Schritt weiter drehen und möchte noch auf das veränderte Szenario zu sprechen kommen, das wir in Europa gerade erleben und das uns alle vor neue Rahmenbedingungen stellt, nämlich die Tatsache, dass es ein Aufrüsten gibt in Europa, nämlich in Worten und Taten. Es hat der schwedische Zivilschutzminister im Jänner zum ersten Mal offen ausgesprochen, es könnte Krieg in Schweden geben. Kurz darauf hat der NATO-Admiral Rob Bauer bei einem Treffen der Mitgliedstaaten von Vorbereitungen auf einen Krieg gegen Russland gesprochen. Und aktuell gerade läuft das größte NATO-Manöver, das wir seit dem Ende des Kalten Krieges erleben. Und da möchte ich wissen, Herr Reutner, befinden wir uns bereits in einem Wettrüsten? Befinden wir uns bereits in das, was man als Kalter Krieg wieder bezeichnen könnte? Ich würde nicht sagen Kalter Krieg, so wie wir ihn kennen, weil sich auf wesentliche Determinanten geändert haben. Wir haben nicht eine Bipolarität, sondern eine Multipolarität. Wir haben verschiedene andere Faktoren, die einfach nicht vergleichbar sind. Faktum ist natürlich, wir haben eine enorme Aufrüstung und wir sollen auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt über Europa und die transatlantischen Akteure sprechen, dass die 55% der Weltmilitärausgaben auf sich vereinen und dass das auch entsprechend mehr wird. Im Vergleich dazu sind die Planungen, glaube ich, für Russland, dass es in etwa 6% im Jahr 2024 sein sollen. Also das heißt, man muss schon ein Stück weit die Relationen sehen. Was mich an dieser Diskussion stört, ist, dass wir sehr starke Positionen vertreten, die klar und deutlich sind, Aufrüstung, Sieg, Niederlage. Was wir viel zu wenig sehen, sind diese ganzen Graustufen. Ein Konflikt wie dieser und ein Krieg wie dieser hat seine Geschichte, hat seine Ursachen, hat sein menschliches Leid. Was wir da reduzieren, ist die Komplexität dieser kriegerischen Auseinandersetzungen, dieser Gewalt auf starke Aussagen, man muss aufrüsten, man kann, es gibt nur eine Lösung, um Frieden herbeizuführen. Diese Reduktion der Komplexität, die halte ich für
sehr gefährlich. Und es ist insgesamt, es tut unserer Gesellschaft nicht gut, diese ganzen Graustufen auszublenden aus dieser Diskussion. Was mir hier fehlt, und wenn Sie fragen, sind wir in einem kalten Krieg, ich glaube schon, dass gerade für neutrale Staaten hier ein besonderer Beitrag ist, hier einen anderen Weg zu wählen. In Wien sind eine Reihe von internationalen Organisationen, die ganz, ganz wichtig für Konfliktbearbeitung sind. Die OSZE, die wir genau in diesem Diskurs völlig an den Rand geschoben haben, die ist ja eigentlich für Sicherheit und Zusammenarbeit in Gesamteuropa zuständig. Die vielen Organisationen in den Vereinten Nationen, aber auch das ganze Engagement in ziviler Hinsicht für Krisenprävention und all diese Punkte. Ich muss jetzt trotzdem auch ein bisschen einbremsen, damit du noch die anderen in die Runde... Also das heißt, wir haben sehr viele Möglichkeiten, um dieser Spirale, in die wir uns da gerade befinden, entsprechend einzugreifen. Herr Bogensberg, ich möchte Sie fragen, nutzen wir zu wenig von diesen vielen Möglichkeiten, die gerade angesprochen sind, ist das Aufrüsten, das ja jetzt angekündigt wurde, auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gesagt, sie will in Kürze einen Plan zum Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Sind wir da zu schmalspurig unterwegs, wie es heißt, ist das wirklich alternativlos, dieses Aufrüsten? Im Gegenteil, also wir sind sehr stark eigentlich in unserer bisherigen Geschichte, der europäischen Geschichte, sehr, sehr stark auf Frieden fokussiert gewesen. Wir haben sehr stark auf das rechtliche Gefüge geachtet, auf die internationalen Verträge, auf den Multilateralismus, dass sich die Staaten an die Regeln halten. Das war eigentlich uns ein wesentliches Ziel der Europäischen Union. Und jetzt sehen wir, dass wir damit eigentlich nicht die Sicherheit produzieren können, die wir brauchen. Wenn wir einen Nachbar haben, der aggressiv ist, wenn wir einen Nachbar haben, der sich nicht an die Regeln hält, wenn wir einen Nachbar haben, der brutalst gegen die Regeln verstößt, dann kann man natürlich auf die Regeln pochen, aber man sieht, dass man gegen heranrückende Panzer nicht mit dem Gesetzbuch ankommen kann, sondern da muss man dann etwas in der Hand haben, was diese Panzer stoppen kann. Das heißt, Europa hat jetzt einen solchen Prozess vor sich, dass es weiß, Sicherheit ist etwas ganz Wichtiges. Ohne Sicherheit ist alles nichts, was wir uns bisher geschaffen ohne haben, Frieden, weil das in einer Sekunde weggewischt werden kann. Und diese Sicherheit muss einem auch etwas wert sein. Und das ist der Prozess, in dem wir uns derzeit befinden. Es ist letztlich eine Versicherung, die wir abschließen. Ja. Gut. Brauchen wir diese Versicherung jetzt, Frau Röhl, auch angesichts dessen, dass Donald Trump ja in Aussicht gestellt hat, wenn er an die Macht kommen würde, was nicht so unwahrscheinlich ist, dass das Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres passiert, dass er dann nur mehr jene NATO-Staaten schützen will, die ihr Ziel erreichen, nämlich diese 2% des Bruttoinlandsproduktes in ihre Rüstung, in ihre Verteidigung zu investieren? Also ich glaube schon, dass das der Weg eigentlich richtig ist, sich überhaupt wieder wehrhaft zu machen. Das hatten ja unsere Österreich oder auch Deutschland so ein bisschen auch in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt. Das halte ich für gut. Es ist ja eigentlich eine Erfahrung des Kalten Krieges, der jetzt leider heiß geworden ist, dass umso stärker man ist, auch militärisch, die Abschreckung besser sitzt. Natürlich wusste Putin auch, wie es hier um uns bestellt war bei der Bundeswehr. Er wusste auch, dass auch unsere Art im Westeuropa eigentlich nicht mehr auf Krieg, also dass wir überhaupt nicht mehr eingestimmt sind, dass wir uns auch wehren müssen. Und insofern halte ich das für richtig. Ich halte es eben nur für falsch, jetzt den heißen Krieg weiter zu provozieren. Herr Mandl, die österreichische Sicherheitsstrategie hätte eigentlich Ende des Jahres schon vorliegen sollen, tut sie nicht. Jetzt gibt es zwar Panzerkäufe, wo man jetzt auch versucht, eine Lücke zu stopfen, aber brauchen wir nicht ganz dringend diese umfassende Strategie auch für unser Land? Erstens ja. Zweitens, es ist nicht nur das Stopfen einer Lücke, es ist eine ganz wichtige militärische Kapazität, aber die Weltlage, die Zeitenwende, wie das der deutsche Kanzler bezeichnet hat, und auch der aktuelle Krieg haben viel mehr Dimensionen als nur die militärische Dimension. Deshalb ist es auch wichtig, dass Österreich die neue Sicherheitsstrategie haben wird und dass Bundeskanzler Karl Nehammer sie in Auftrag gegeben hat. Ob sie morgen oder übermorgen erscheint, ist wirklich zweitrangig. Auch die Europäische Union hat die neue Sicherheitsstrategie, sie heißt der strategische Kompass. Damit wehren wir uns auch gegen sogenannte hybride Angriffe. Das heißt, Spaltungen in unseren Gesellschaften werden von außen noch weiter vertieft. Genau
genau zu Themen wie Krieg, auch zu anderen gesellschaftlichen Themen, werden solche Spaltungen vertieft. Auch Cyberangriffe gehören dazu. Heute wurde festgestellt, dass der Angriff auf die Stadtgemeinde Korneuburg, meine Bezirkshauptstadt, von russischen Angreifern verübt worden ist. Bürgermeister Christian Gepp und Innenminister Gerhard Karner haben eine Pressekonferenz dazu gemacht und die Ermittlungsergebnisse präsentiert. Warte, alles das ist Teil der hybriden Kriegsführung. Lassen Sie mich nur den einen Satz noch sagen. Eine Militarisierung aller Gesellschaftsbereiche ist unter allen Umständen zu vermeiden. Wir wollen ja die zivile Gesellschaft verteidigen, die der Herr Bogensberger so umfassend beschrieben hat. Um die Verteidigung möchte ich noch eine abschließende Frage an Herrn Karner. Auch wir sind angegriffen. Möchte ich auch, Herr Karner, noch abschließend eine Frage stellen, weil nach dieser Aussage von Trump ist diskutiert worden, ob Europa auch sein Atomwaffenarsenal aufstocken muss. Im Moment besitzen wir sehr wenige atomare Sprengkörper in Europa, nämlich nur in Frankreich und Großbritannien, einige wenige. Muss ich hier auch was verändern? Na, vor allem steht dieses Potenzial ja nicht Europa zur Verfügung oder der EU, sondern eben nur Frankreich bzw. außerhalb der Europäischen Union, eben Großbritannien für britische Zwecke, für den Schutz der britischen Menschen und der Bevölkerung. Diese Diskussion ist einfach zu führen. Denn tatsächlich ist es ja so, Trump oder nicht Trump, ich glaube sehr wohl, da sind wir uns, glaube ich, zumindest einig, dass die militärischen Kapazitäten der Länder der Europäischen Union gestärkt werden und modernisiert werden müssen. Alle Länder haben seit 1990, 91 eine sogenannte Friedensdividende gezahlt, die im Prinzip bedeutet hat, dass heute man feststellen muss, dass die Länder der Europäischen Union für sich allein eigentlich gar nicht mehr verteidigungsfähig sind. Für Österreich gilt das in ganz besonderem Maße. Und wenn wir von der Sicherheitsstrategie sprechen, muss ich einfach einwerfen, es ist schon wichtig, dass sie bald erscheint, weil sie stammt aus 2013 und dort wird Russland eben noch als strategischer Partner Österreichs bezeichnet. Also diese Diskussion ist zu führen. Ich gebe aber dem Herrn Mandl sofort auch wieder sehr recht, wenn er sagt, dass wir uns auch einer hybriden Kriegsführung gegenüber sehen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Art hybriden Krieg derzeit. Dieses Szenario. Wir müssen nur jetzt leider zum Ende kommen. Wir sind am Ende der Zeit. Wir sind eigentlich schon weit drüber. Sie können das sicher weiter ausführen, weil wir werden nicht zum letzten Mal darüber diskutiert haben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme. Sie können die Sendung noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Wenn Sie es nicht von Anfang an gesehen haben, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.